meine Hübschen, wir fahren jetzt rüber auf die Hessenaue. Gestern, wie gesagt, nicht abgebaut. Soweit die ganze Technik halt hier hinten reingeräumt. Und ja, machen wir heute jetzt fertig. Heute ist angenehmes Wetter, ein bisschen Regen sogar. 20 Grad, Maschallah, soll aber schon die nächsten Tage schon wieder ein bisschen wärmer werden. Und mal gucken, am Wochenende habe ich gesehen, soll es gewittern wohl. Ist aber natürlich noch eine Woche hin bis dahin, ne? Also 5-6 Tage, bis wir da starten. Kann natürlich sein, dass sich das Wetter noch ändert bis dahin, ne? Weil je weiter das in der Zukunft ist, je unklarer ist das, ob das Wetter so zutrifft, die Wettervorhersagen. Wir schauen mal. Verregnet ist natürlich auch doof. Jetzt war es zu heiß. Jetzt hoffe ich nicht, dass es nächstes Wochenende verregnet ist. Das wäre natürlich auch doof. So, wir fahren jetzt rüber und bauen jetzt den Schießwagen ab und dann bauen wir noch ein bisschen Autoscooter ab. Mein Bruder ist schon drüber gefahren. Ich habe noch hier mein Briefchen fertig gemacht hier. Für es hat wieder einer Karten bestellt. Kartenverkauf läuft immer noch. Natürlich jetzt, ich habe jetzt schon lange keine neuen Karten mehr auf Kartenmarket reingestellt. Aber habe ja einen ganz guten Bestand. Und da geht immer mal wieder ein Päckchen raus, ein Briefchen. Und ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe es schon im Livestream erzählt, ihr seht es schon. Einen fetten Riss in der Scheibe habe ich. Habe wohl hier oben, oberhalb irgendwo bei dem Schwarzen, also noch weiter oben, das sieht man von hier nicht. Deswegen ist das große Problem gewesen, dass man das von hier nicht sieht. Einen Steinschlag gehabt oder bekommen und jetzt ist die Scheibe hier, komplett eingerissen bis hier runter. Also es war vorher nur bis hier, aber ihr wisst das ja, ne? Wer das schon mal hatte, gefühlt mit jedem Huppe jetzt geht, wandert das Ding weiter runter. Ich muss mal bei meiner Versicherung anrufen und fragen, inwiefern das hier so ein Scheibenwechsel gedeckt ist, was ich zahlen muss. Und ich weiß gar nicht, was das kostet. Ich habe es noch nie gehabt am eigenen Auto. Ja, so, also wir fahren rüber und dann sehen wir uns drüben. Wir sind drüben, wir fangen jetzt an, Schließwagen abzubauen. Haben gerade noch ein bisschen was kurz am Autoscooter gemacht. Der Tim verlädt jetzt Autos und wir machen hier in der Zeit die Schießbude fertig und dann geht's rüber zum Autoscooter. Ja. Deswegen, let's go. So, meine Hübschen. Schießwagen ist drüben abgebaut. Jetzt geht's hier weiter mit dem Autoscooter. Tim hat schon Autos verladen. Und es ist windig und es ist schön. Es ist kühl, wenn hier ein bisschen Wind geht. Ein bisschen schwül, weil es halt so heiß war jetzt die letzten Tage. Wenn kein Wind geht, aber so wenn Wind geht, muss es halt viel, viel besser als gestern. Viel besser als gestern. Okay, wir fangen an. Let's go. So, kurzes Zwischenupdate. Platten sind gestapelt. Mein Chef, Entschuldigung, ich muss Kamera wegmachen. Chef hat geschrien, ich muss hier Arbeit machen. Bei Deutschland Arbeit ist schwer, aber ist okay. Ja. Dies ist gut, Chef. Macht viel Spaß, haha, lachen. Wow, 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 wow. Dieser hat Stuhl, ist König im Schloss. Aber immer sagen, du tu dies, du tu das. Leute. So, unten ist schon mal soweit alles weg. Cosmo macht oben, ich habe mit dem Tim unten alles gemacht. Wir machen jetzt hier weiter. Ich gehe jetzt schnell die Ärmeli holen, weil die Michi hat heute spät. Das heißt, die muss bis, ich weiß gar nicht, bis 18 Uhr oder so arbeiten. So, das heißt, ich muss jetzt noch schnell die Ärmeli holen. Und dann kommen wir wieder hierher. Das ist ja schon mal mein Autoschlüssel. Dann kommen wir wieder hierher und dann machen wir noch fertig den Autoscooter. Die Stützen noch drunter unten, also die Achse noch drunter. Und das ganze Zeug. Ich weiß gar nicht, wo mein Ding ist. Warte mal, ich lasse den Schlüssel mal hier. Die Achse noch drunter.
Und dann fahre ich noch den Schießwagen noch nach Godelau auf den Lagerplatz. Und dann mit der Maschine dann nach Hause. Das machen wir dann noch. Ja. Here we go. So, wieder angekommen auf der Hessenaue. Und schon fast fertig. Dachstuhl ist jetzt schon komplett ein. Alles auf dem Mittelbau. Muss jetzt noch Holz weg. Die Achsen drunter. Okay, let's go. Yes. Also schon die letzten Züge und das machen wir jetzt noch fertig. Und wenn das fertig ist, dann fahren wir noch den, den Schießwagen noch weg. Emily ist auch dabei. Die geht jetzt ein bisschen auf den Spielplatz spielen. Zeig mir deine lange Zunge. Oha. Oha. So, meine lieben Freunde. Autoscooter ist abgebaut. Wir sitzen schon in der Maschine. Schießwagen hängt schon dran. Emily ist auch dabei. Schnall dich jetzt an. Emily ist auch dabei und wir fahren jetzt den Schießwagen nach Godelau rüber auf den Lagerplatz und dann mit der Maschine nach Hause, weil dann fahre ich von morgen direkt von zu Hause aus nach Wiesbaden rüber. Nach Freuenberg holt er den anderen Schießwagen und stelle ihn dann in Wallow direkt hin. So, okay. Du hast ins Gesicht geflogen. So, meine Hübschen, wir sind gerade noch zu Hause. Wir fahren gleich, habe ich einen Haarmund. Wir fahren gleich los Richtung Platz. Und ich wollte euch mal schauen, was angekommen ist. Wir haben bei Engelbert Strauß, ich habe hier schon neue Arbeitshose an, weil mir natürlich nichts mehr jetzt passt und so. Habe hier auch Jeanshosen bestellt von Engelbert Strauß, weil ich keine kurzen Jeanshosen habe. Und hier fünfmal dasselbe Shirt, einfach hier in dem dunkelblau Longshirt als Arbeitsshirt. Ein paar Sachen sind auch für meinen Bruder und ich glaube ein, zwei Sachen sind auch für den Kai. Ich glaube hier diese graue Hose, ich glaube die war für den Kai und so. Ein, zwei Shirts noch. Ja, ich habe mir hier noch einen Gürtel noch dazu geholt. Ja, also, dass ich mal wieder ein bisschen Arbeitsklamotten und so habe. Mal schauen. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Kostet natürlich auch dementsprechend, aber gut. Muss auch mal wieder sein, ne? Wann habe ich das letzte Mal Arbeitsklamotten bestellt? Das ist bestimmt schon 5, 6, 7 Jahre her. So, meine Hübschen, wir sind... jetzt ist mein Hund runtergefallen. Wir sind angekommen hier in Wallow. Seit heute gesperrt. Wir sind auch mit einer der Ersten, was natürlich wieder gut ist. Dann haben wir nämlich schön Platz hier ranzufahren. Haben trotzdem jetzt ein paar Mal vor und zurück, damit wir halt genau zwischen unserer Markierung sind. Hier ist die Markierung Ende. Ne? Guck mal hier, wie schön das passt. Mit Tür einberechnet sogar. Und vorne haben wir auch noch ein bisschen Platz. Er hat ja auch immer nur einen halben Meter Platz gelassen. Ne? Also auch hier mit Deichsel und Markierung. Das sollte so weit passen. Ja, hinten ganz ans Gebüsch dran, hier auf die zwei Rampen drauf gefahren. Hängt trotzdem noch leicht nach vorne, aber das nicht mehr viel. Den Rest machen wir mit Stützen. Vorne noch die Stützen noch mal ein bisschen höher gemacht. Da tun wir die letzten 2-3 cm damit noch ausgleichen. So, dann bauen wir jetzt auf. Ja, der Abfahrt. Und dann einräumen tun wir morgen. Ich muss die Emily heute vom Kindergarten abholen. Crush hat wieder spät und morgen früh, das heißt morgen muss ich die immer in den Kindergarten bringen und wenn ich die im Kindergarten gebracht habe, dann fahren wir direkt wahrscheinlich danach hierher, räumen ein, bauen die Technik auf, habe ich ja sowieso alles im Auto, ne? Ja, let's go.